So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Super Mario 64. Mit dabei heute zum ersten Mal, endlich mal, kein Let's Player, sondern wirklich nur ein Zuschauer und guter Bekannter von mir, nämlich der Jonas. Hallo Jonas. Moin Moin. Wie geht's dir denn heute an diesem schönen Tag? Und dir, Fretter? Ja, mir geht's auch gut soweit auf jeden Fall. Freut mich, dass du hier mit dabei bist. Ja, wird ja mal Zeit, ne? Nachdem ich schon öfters in deinen Let's Plays erwähnt wurde. Stimmt, ja, ihr kennt den Jonas ja bereits schon, beispielsweise aus Minecraft, wo er ja auch sein eigenes Haus bekommen hat. Und so weiter. Also, du bist kein Unbekannter mehr, sagen wir es mal so. Das stöhnt er nur. Das ist saugeil. Okay, das ist ja das erste Mal, dass du sowas wie ein Let's Play aufnimmst, also was heißt aufnimmst, aber hier mit dabei bist, sag ich mal. Kommentierst. Genau. Oder hast du da schon mal irgendwie was in der Richtung gemacht? Nein. Alles klar. Okay, es ist ja dann praktisch alles Neuland. Neuland, okay. Okay. Also heute, Jetzt muss ich wieder diese dumme Frage stellen. Wie weit kennst du dich denn mit Mario 64 aus? Kennst du dich damit aus oder eher nicht so? Ich. Kennst du dich aus? Ja, ja, klar. Sehr schön. Familienspiel bei uns. Saugeil. Ja, endlich. Das ist nicht selbstverständlich, sage ich mal. Also, es waren hier einige dabei, die das Spiel überhaupt nicht kannten, was mich einigermaßen überrascht hat, aber... Ja, das habe ich gesehen. Ja, das war interessant, sage ich mal. Aber okay, heute versuchen wir mal den blauen und den grünen Schalterpalast freizuschalten, dass das auch mal gemacht ist. Dann können wir nämlich noch einige Sterne aus den ersten Welten holen. Ja? Da war diese Loch Ness unterirdische Schlüssel. Ja genau, das war der grüne dann. Oh, ich hab... Oh, Jonas, das geht ja gar nicht. Warte, ich habe ja was völlig vergessen. Du siehst ja gar nicht, was ich mache, ne? Ja. Das ist ja schrecklich. Warte mal, da muss ich hier. Das ist jetzt natürlich blöde, das macht man normalerweise vor der Aufnahme. Aber es geht ja schnell. So, jetzt dürftest du sehen, was ich hier treibe. So machst du ja. Super. So, dann bist du hier auch gebildet. Ich bin schon einmal gestorben, das hast du nicht mitbekommen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Das kann ja auch mal passieren. Hier in diesem lustigen Spielchen. Wo bist denn das aber nicht die Dingswelt, oder? Diese Unterseewelt. Das ist die Tarnkappen-Dingenswelt. Stimmt, das war da, wo du über den Hof reingehst. Genau. Ah, okay, dann weiß ich, wo das ist. Und wie du siehst, ich spiele immer noch ohne Mütze, weil schwerer und so. Und es sieht scheiße aus. Und das natürlich auch, das ist auch ein Vorteil daran. Das sieht irgendwie scheiße aus. Das sieht wirklich scheiße aus. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur das gewohnte Bild ist, weil man Mario halt nur mit Mütze kennt. Das kann auch sein, ja. Das ist gut möglich, also. Das kann durchaus sein, ja. Okay. Es gab in diesem einen DS-Spiel nicht auch mal ohne Mütze? Das kann... War das die Nachfolgeversion von Hidea? Boah, das kann sein. Du, DS habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gespielt, kenne ich mich nicht so aus. Um ehrlich zu sein. Also es kann sein. Ich meine, da wäre was gewesen. Da konntest du doch irgendwie mit allen spielen. Mit Luigi und... Du meinst die 64er DS-Version. Genau. Ja, ich glaube, da gab es das auch. Wahrscheinlich. Weil es ist ja im Prinzip wie 64. Mhm. Ja, nur ein bisschen anders. Du hattest andere Welten und... Wo ist meine Mütze? Ja, das stimmt, da war schon ein bisschen was anders. Und es waren halt die anderen Charaktere mit dabei. Ja. Welche Version fandest du denn besser? Die für die 64 oder für den DS? Also, da ich kein DS besitze, kenne ich die DS-Version nur von Let's Plays. Okay. Wobei ich sagen muss, hier, das hat mir schon ein bisschen besser gefallen. Das ist klassische. Ja, weil ich es auch selber gezockt habe, muss ich sagen. Es kann auch sein, dass wenn ich das andere selber gezockt hätte, dass ich dann das andere besser finden würde. Ja. Ja, das... Hat bei dem anderen ein bisschen mehr Auswahl.
Ja, das schon. Wobei auch nur begrenzt, weil manche Aufträge konntest du ja auch immer nur mit einem Charakter machen. Stimmt. Also es war ja, die hatten ja irgendwie alle ihre eigene Fähigkeit und sowas und dann musstest du halt schauen, wen du einsetzt. Oh Gott, wehe. Oh Gott. Okay, Schlecht. schlecht. Das ist echt. Ja. Also Ach, es. das schafft normalerweise keiner. Ja, danke. Bitte, bitte. Oh Mann, ey, ich stelle mich seit der letzten Folge schon so an. Das ist schlimm. Naja, gut. Ich glaube, ich kann mich mal. Okay. Alles ist bestens so. Das ist gar nicht passiert, Jonas. Das müssen wir einfach mal vergessen. Schneid's raus. Genau. Der Jonas weiß schon, wie es läuft, ey. Einfach rausschneiden. Nee, wird natürlich nicht gemacht. Ich meine, das kann man ja auch mal. Man kann ja auch mal failen, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Ich meine, Mario ohne Mütze, der darf auch mal was falsch machen. Also, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich kein Ding. Gab es bei diesem Level nicht noch einen zweiten Ausgang? Einen zweiten Ausgang? Dass du irgendwie hinten am Wasserfall rausgekommen bist? Ja. Ja, Meinst den gab's. du? Oh Gott, das ist so her, dass ich das gespielt habe. Ja. Den gab's im Schalterpalast von der grünen Kappe. Okay. Da gehen wir jetzt sowieso hin, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Ausgang zeigen will oder kann, weil ich muss da ja auch noch einen Stern holen. Dementsprechend wäre es vielleicht nicht so. Ich kann ja mal ausnahmsweise, um das zu zeigen, einen Save State machen. Also einmal kurz abspeichern. Und dann kann ich das mal kurz zeigen. Hast du eigentlich recht? Das sollte man zeigen. Ja, finde ich auch, das gehört irgendwie dazu. Weil dadurch, dass halt echt doch mehr Leute das Spiel nicht gekannt haben, als ich gedacht hätte, lohnt sich das, glaube ich, auch solche Dinge einfach mal zu zeigen. Ja. Erstmal den Schalter und dann sammeln wir mal schnell die Münzen und dann schauen wir mal, dass wir das hier, dass wir dann mal zu dem Wasserfall hintergehen. So, und die anderen waren, glaube ich, im Wasser, wenn ich mich noch richtig erinnere. Waren die hier unten? Ja. Sieht gut aus. Der Titankappe konntest du auch das Wasser laufen, stimmt. Genau. So, da ist der Stern. Ich speichere jetzt aber mal kurz. Und gehe mal dahinter zu dem Ende von dem Tunnel. Und da ist nämlich der Wasserfall, den der Jonas ja schon angesprochen hatte. So. Und wenn man da nämlich rausfällt, dann ist man wieder im Schlossgarten. Da ist man praktisch wieder da, wo wir gerade eben schon waren. Tütütüt. Jonas, du hast ein Virus, du musst leider sterben. Okay. drauf. Hätten wir das mal gezeigt. So viel dazu. Das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Und dann haben wir jetzt die beiden Kappen aktiviert. Und können an und für sich mal wieder. Habe ich jetzt Ende gedrückt? Oh, ich habe Ende gedrückt, ich bin so dumm. Können wir an und für sich jetzt wieder in die ersten Welten gehen, wo wir ja noch Aufträge hatten. Da gibt es ja ein paar Sterne, die man nur mit diesen Kappen machen kann. Ernsthaft? Ja, beispielsweise im Wasserlevel. Da gab es, glaube ich, eine Metallkappe und wenn man die nicht hatte, kam man da an einem Stern nicht weiter. Oder man kam schon weiter, aber offiziell halt nicht. Und das machen wir jetzt gerade mal. Vielleicht kannst du dich dann ja auch wieder dran erinnern, wenn du es siehst. Diese Welt habe ich gehasst. Ja, Wasserwelten sind allgemein irgendwie nicht so beliebt, habe ich das Gefühl. Ja, nein, es gibt ja, glaube ich, zwei Wasserwelten oder was? Eine Ja. unten im Flur und eine unten im Keller. Und die Ja. ja, fand ich eigentlich ganz gut, aber ich bin mit diesem, weißt du, einer der Missionen musst du ja dieses Vieh aus der Höhle locken oder aus dem Schiff raus. Ja. Das blöde Vieh wollte bei mir nie aus der Höhle raus. Ich glaube, du musst, also ich habe das Gefühl, du musst da einmal dagegen schwimmen und dann an die Oberfläche schwimmen. Dann kommt Okay. es raus. Er jedenfalls wollte der bei mir nie rausgehen. Ja, Egal, ob er im Schiff drin war oder in der Höhle.
Das Problem hatte ich auch schon öfter, ja. Ich weiß, was du meinst. Da dieser Aal, ne? Ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Jo, und jetzt mit dem Metallkörper können wir hier diesen Strömungen ausweichen. Und den Okay. Stern holen. Theoretisch habe ich schon im Internet gesehen, geht's auch ohne. Also man kann da auch schwimmen wie ein Bekloppter und kommt da dann auch durch. Das geht auch. Aber warum sollte man sich so kompliziert machen, wenn es auch mit der Mütze einfach geht? Genau. So, und einen Stern hatten wir noch in der Geisterwelt, den wir noch nachholen müssen. Die Geisterwelt, achso, die war ja hier. Ich wollte jetzt schon. Ja, okay. Und da war auch noch ein Stern, den wir noch nicht machen konnten. Aber dadurch, dass wir jetzt die Kappen freigeschaltet haben, geht das jetzt. Und ja. Machen wir mal, ne? Ich meine, Jonas, der versteht das ja auch alles. Der kann mir da ja auch folgen, denke ich mal. Ja, ist Ja. zwar ein bisschen länger her, aber Natürlich. Okay. So. Ich dachte eigentlich, du verstehst diese Anspielung jetzt. Das ist sehr schade, dass du sie. wusste nur nicht, ob ich was dazu sagen soll. So. Ich weiß schon, auf wen du damit abgeschickt hast. Sau geil. Ja, das ist jetzt natürlich ein Insider, sag ich mal. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Max zufällig auch hier reinschaut, weil wenn er weiß, dass du dabei bist, schaut er bestimmt rein. Und dann wird er sich vielleicht über diesen Moment ein bisschen freuen. Aber der Rest wird wahrscheinlich nicht verstehen, was gemeint ist. So, und hier müssen wir das Auge besiegen in diesem Geheimraum. Aua. Irgendwie ist heute nicht dein Tag, kann das sein? Ja, das hat nichts mit heute zu tun. Ich war auch das letzte Mal schon ziemlich schwach. Aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, da ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt hatte. Aber ich will mich nicht beklagen. Es läuft ja ganz gut. Jo. Ich meine, 48 Sterne, wir sind gerade in Folge 7. Das passt ja eigentlich. Kann man sich nicht beklagen, also. So, hätten wir die beiden Sterne geholt. Und dann. Ich gucke mal kurz nach, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ja, haben wir die ersten fünf Welten soweit fertig. Und können in eine andere Welt gehen. Welches sollen wir denn mal machen, Jonas? Sollen wir die Wüste fertig machen, die Lava-Welt oder die Höhle? Höhle war diese Loch Ness. Ja, wo wir, genau, wo wir gerade schon drin waren. Aber schön heiß. Alles klar. Das passt ja dann auch zu dir irgendwo, ne? Das muss man ja. Danke. Saugeil. Okay, dann machen wir die Lava-Welt weiter. Wir müssen auf dem Baumstamm tanzen. Da gab es, soweit ich mich erinnere, auch einen coolen Weg, wie man das Ganze gestalten kann. Wenn man nämlich hier irgendwie auf dieses Ding oben drauf. Ja, oder auch nicht. Und Ich bin dann. in 100 Wege. Ja, es gibt immer, das ist ja das Schöne bei Mario 64 irgendwie. Also, es gibt immer den einen Weg, den die Entwickler haben wollten, aber es gibt meistens auch noch viele andere, wie man es umgehen kann. So wie hier. Stimmt, so habe ich den auch immer geholt. Jetzt erinnere ich mich. Na, es ist nämlich um einiges einfacher, als auf dem Baumstamm da rumzuhüpfen. Weil der Baumstamm hatte ich dann meistens in die Lava zurückgeworfen. Genau. Und dann bist du manchmal auch noch unterm Baumstamm eingeklemmt gewesen, zwischen Lava und Baumstamm, und dann war es eh vorbei. Ja. So. Aber das war schon eines der coolen Spiele. Also es wundert mich auch, dass du jetzt sagst, dass das so weh, also dass das einige nicht kennen. Du, mich hat es auch überrascht. Also, es war ja vor allen Dingen auch eins der ersten 3D-Jump-and-Run-Spiele sozusagen. Also so richtig mit offener Welt und schon, ich sag mal, das Spiel hat schon einen Maßstab gesetzt irgendwo. Ja. Ja, vor allem vieles baut ja auch darauf auf. Ja. Die ganzen anderen Geschichten, Mario Kart kam ja, glaube ich, auch später erst. Ja, jein. Mario Kart gab es ja auch schon für Super Nintendo, aber halt in viel billigerer Form, sag ich mal.
Mario Kart gab es noch für Super Nintendo? Ja, das hieß irgendwie Super Mario Kart oder sowas. Okay. Ist aber derbe schlecht gewesen. Okay, ja gut, auf Super Nintendo habe ich nur True Life gespielt. Okay, was sind das für ein Spiel? Gerade nochmal. So ein, ja, Ballerspiel. Ah ja, okay. Weiß ja nicht, wenn die Leute schon nicht Mario 64 kennen, dann sollte man bei solchen Spielen auch nochmal nachfragen. Doch, True Lies kennt man eigentlich, das gab es ja auch einen Kinofilm von. Mhm. Aber der Spiel basiert auf dem Kinofilm. Okay. Glaube ich zumindest. Das kann sein, ja. Oder halt andersrum. Oder andersrum, das weiß ja, aber ich. Wahrscheinlich eher das Spiel auf dem Film, hast schon recht. Wäre logischer. Ja. So. Ich weiß nicht, wie findest du denn diese Lava-Welt hier eigentlich? Wie hat die dir denn immer gefallen? Auch das mit dem Vulkan, diese Abschnitte. Also ich fand das schon eine geile Idee. Klar, vor zwei, oder weißt du, wann das Spiel rausgekommen ist? Ich fand die Grafik immer ein bisschen scheiße. Die Grafik aber fandst du scheiße? Ja. Okay. Wann hast du das Spiel denn... Wann hast du das Spiel denn das erste Mal gespielt eigentlich? Gleich als es rauskam oder erst ein paar Jahre später? Ich hab, ja, das 98, 99 muss das gewesen sein. Weißt du, wann ist das Spiel rausgekommen, weißt du das? Also in Europa 98 meine ich, das ist... Ja gut, dann muss es später gewesen sein, weil ich weiß, mein Cousin hatte das erst 2 Jahre. Ja. Dann haben wir bei dem immer gezockt. Und okay. Dann irgendwann hat er mir dann seine Nintendo zum Geburtstag geschenkt. Und da war Mario Kart 1 der, oder Mario, hier das Super Mario, eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe. Zusammen mit Mario Kart. Das waren die beiden ersten Spiele, die ich hatte. Okay, ja, weil du meinst, die Grafik wäre kacke. Also für die damaligen Verhältnisse würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, ich fand das auch nicht generell so, sondern wirklich, wie gesagt, nur in dieser einen Welt. Okay. Die Grafik eigentlich für die Zeit ganz okay. Ja, muss man schon sagen. Also, ich weiß es jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht der große Spieleexperte, aber ich würde schon sagen, dass für 1998 die Grafik in Ordnung ist. Bowser. Ja, noch nicht ganz. Man muss hier immer noch dieses dumme Wasserlevel machen. Ernsthaft? Mhm. Sonst kommt man nicht zu Bowser. Und den ersten Stern von der Welt. Die machen wir jetzt praktisch. Als Abkühlung von der heißen Lava-Welt noch. Nee, du kamst doch auch ohne die Welt durchgespielt haben zu Bowser, oder? Ja, du musst aber einen Stern musst du holen. Ah, okay. Den ersten Stern musst du holen, dann kommst du theoretisch zu Bowser, ja. Ah, gut. Wobei ich diese Wasserwelt hier gar nicht mochte, ehrlich gesagt. Ich fand die immer wesentlich geiler als die andere. Das schon, aber ich fand die trotzdem... Das war eine der Welten, die ich am wenigsten gemocht habe, irgendwie. Okay. Einfach wahrscheinlich aus dem Grund, weil mir die Aufträge in der Welt nicht so recht gefallen haben und weil es diese Welt ist, die dich immer daran hindert, zu Bowser zu kommen. Okay. Weil du die immer noch machen musst, weißt du? Was war deine absolute Hasswelt? Absolute Hasswelt. Also, boah, die du gar nicht mochtest. Das ist schwierig zu sagen. Also so eine richtige Hasswelt hatte ich nicht, aber wenn ich mal davon ausgehe, was ich jetzt am wenigsten mochte, dann war es schon die hier. Okay. Und deine? Diese Uhrenwelt da oben, diese Tic-Tac. Ja gut, die war natürlich auch heftig. Also, ja. Ich glaube, da habe ich nie einen einzigen Stern geholt. Oha. Ja, die war aber auch sehr schwer, da muss ich dir recht geben. Die musste immer mein Ver- Die konntest du auch, glaube ich, in 2 Schwierigkeitsleveln spielen. Ja, je nachdem, um welche Uhrzeit du reingesprungen bist, wurde sie irgendwie anders. Aber das sehen wir alles später noch im Let's Play. Da wollen wir jetzt noch nicht drüber spoilern, wie man so schön sagt. Gut. So komisch es sich auch anfühlt, die Folge ist schon wieder vorbei, Jonas. Ui. Das ging schon drauf? Das ging schnell. Ja, oh ja, wir sind fast bei 20 Minuten. Aber ich bin mir eigentlich sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir dich hören dürfen.
Joa, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, die letzten Worte gebühren natürlich dir. Ja. Dann sage ich tschüss euch allen und brav weiter vierten Fisser LP gucken. Alles klar. Dann tschüss. Ciao, ciao.